Dennoch, was allerdings wichtig ist, muss man ja trotzdem auch Respekt vor dem Unternehmen haben. Und da gibt es auch so Dinge wie die Geheimhaltungspflicht. Mhm. Das heißt, ich darf quasi keine besonderen Rezepte oder Formeln oder Geheimnisse verraten. Mhm. Vollkommen richtig. Also es gibt natürlich eine Verschwiegenheitspflicht und die wird in der Regel auch festgehalten. Das heißt also, auch da muss ich eine Unterschrift für leisten, unter Umständen dann eben auch entsprechend mit der Unterschrift der Eltern, wenn ich unter 18 bin. Und ganz klares Beispiel, ich als Auszubildender, ja, habe einen Papa, der sozusagen selber als selbstständiger Dachdecker sozusagen seine Brötchen verdient. Arbeite jetzt aber, weil ich so ein bisschen die Geschicke im Büro lernen möchte, in einer anderen Dachdeckerfirma. Und dort bekomme ich sehr schnell mit, dass bei mir sozusagen ja, ein Brief eingeht als Azubi in Richtung Bürojob, wo drauf steht, wir erhalten den Zuschlag für ein Angebot, sollen das Dach sozusagen vom Haus A decken. Und weiß aber ganz genau aus der privaten Beziehung zu meinem Papa, dass der entsprechend natürlich auch ein Angebot einflattern lassen hat im Haus A und hat jetzt sozusagen logischerweise nicht den Zuschlag erhalten. Dann kann ich nicht nach Hause gehen und meinen Vater vorinformieren, dass meine Ausbildungsfirma, mein Ausbildungsbetrieb sozusagen den Zuschlag erhalten hat, weil sie vielleicht einfach günstiger waren. Das ist eine Verschwiegenheitspflicht, das ist eine Information, die ich im Beruf sozusagen aus dem Berufsbild her erlangt habe und die darf ich nicht weitergeben. Das heißt also nicht an die Eltern, nicht an Freunde oder an andere Kunden. Ne? Das ist ja auch, da gibt es ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu dem Arbeitgeber. Ich weiß es zum Beispiel auch, gerade wenn man so Bankkaufmann oder Bankkauffrau wird, hat man natürlich Einblick auf die ganzen Konten. Ich hatte mal einfach nur ein Praktikum in einer Bank gemacht während meiner Schulzeit und da kann man theoretisch nach Konten von Nachbarn, von Freunden oder sonst was gucken und gucken, wie viel die auf dem Konto haben. Klar. Und das sind natürlich Informationen, die sehr sensibel sind und die man nicht einfach so rausgeben soll. Richtig. Was aber, was auch noch ein ganz interessanter Punkt sind zum Beispiel Arbeitszeiten. Mhm. Das ist natürlich in den Berufen auch unterschiedlich. Da gibt es natürlich gerade in den Büroberufen ist das noch eher geregelt, sage ich mal. Aber auch gerade in der Werbebranche, wo ich unterwegs bin und vielleicht auch bei eher handwerklichen Berufen, wird das manchmal ein bisschen ausgedehnt. Und ich glaube, da muss man auch auf seine Arbeitszeiten achten, zu seinem eigenen Schutz, finde ich auch. Weil auch da gibt es Regelungen und da muss ich das in einem gewissen Rahmen halten. Ja, also dafür steht das Jugendarbeitsschutzgesetz. Das ist sozusagen auch jedem Arbeitgeber geläufig und ist auch unwahrscheinlich wichtig. Zum einen Verein selbst, das heißt also nicht nur der Arbeitgeber hat die Pflicht, das Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten oder das Berufsbildungsgesetz, sondern natürlich auch ich als Auszubildender. Das heißt also, ich habe maximal als Jugendlicher 40 Stunden, die ich wöchentlich in meinem Betrieb als Auszubildender absolvieren darf. Das heißt also eine tägliche Arbeitszeit von maximal 8 Stunden. Mit Ausnahme kann ich das auf 8,5 Stunden ausbauen pro Tag, aber muss natürlich dann sehen, dass ich diese Mehrarbeit, die ich geleistet habe, dann auch in dieser Zeit wieder abarbeite, in einer Woche sozusagen. Also meinetwegen 2 Tage 8,5 Stunden arbeite und den Rest der Woche dann ein Stück weit verkürzt. Ich glaube, da ist auch wichtig, da gibt es, glaube ich, auch Gesetze für. Ich weiß gar nicht, ob das sich auch auf das Auszubildendenverhältnis bezieht. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, dass wenn man Überstunden macht, da dann auch für entweder Freizeit oder extra Geld bekommen muss. Ja, grundlegend ist es bei Auszubildenden so, dass Mehrarbeitsstunden oder Überstunden sozusagen nicht zu leisten sind. Das heißt also, es ist ausgeschlossen an der Stelle und daran hat sich auch jeder Arbeitgeber grundlegend zu halten. Okay. Was dann allerdings noch eine Pflicht des Azubis ist, ist nämlich, dass